Glück auf, ihr Lieben, und willkommen zu einer weiteren Folge Far Cry 6. Ja, in der letzten Folge ist rein gar nichts Aufregendes passiert, außer dass wir diesen Außenposten eingenommen haben. Wir konnten nicht mal was gegen die Flugabwehranlage tun. Ja, ich weiß. Ich fühle mich auch schlecht. Also habe ich mir gedacht, jetzt machen wir mal ein bisschen Story weiter, oder? Da haben wir ja ein bisschen was zur Auswahl. Ich gucke gerade mal, was die niedrigschwelligste wäre. Genau, wir hätten einmal die Chicharron-Sache, das machen wir aber nicht. Und dann bei La Moral 888, alles das Gleiche und geht ja auch alles ins gleiche Ziel. Ich weiß halt nicht, ob wir die alle drei machen können, weil die ja alle das gleiche Ziel hatten, ne? Ja. Na, wir gehen einfach mit den alten Leuten, oder? Wir reden mit El Tigre. So, der war ja hier vor Ort. Also, wieso kann ich da jetzt keinen Schnellreise hin machen? Ja, also dackeln wir da jetzt mal hin. Mit unserem hübschen neuen Auto, was wir in der letzten Folge organisiert haben. Immerhin etwas. Wir gucken mal. Irgendwann ist die Schnellreise bestimmt wieder verfügbar. Das spinnt manchmal ja nur so gerne rum. So können wir die Aussicht genießen. Ist auch ein Vorteil. Boah, das Ding schwimmt, ey. Der Wagen schwimmt. Uiuiuiui. So, gucken wir mal jetzt, ob die Schnellreise kann. Weil die ganze Küste hier hochfahren muss ich nicht haben. Wieso ist sie denn nicht verfügbar, die Schnellreise? Das Konzept habe ich hier noch nicht ganz so verstanden. Nein, wir halten hier niemanden auf. Wir sind auf einer Mission. Naja, bald. Du hast Infos für uns. Die nehme ich natürlich mit. Und was hast du? Hey, Dani. Die Armee hat einen Kontrollpunkt auf einem unserer Fluchtwege für Parias errichtet. Du musst ihn für uns ausschalten. Gracias. Okay. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich will gucken, wann diese blöde Schnellreise wieder verfügbar ist. Immer noch nicht. Ah, wartet mal. Nee, wenn die Schnellreise nicht verfügbar ist, ist sie das generell nicht, ne, oder? Kann ich hier gar nicht schnell hinreisen. Nur nicht in das blöde Dorf. Ah, du kannst nicht per Schnellreise. Ah, okay. Zum Ort einer aktiven Mission reisen. Ah. Unglücklich. Ja gut, dann geht's hier in das Dorf. Okay, ja, immerhin eine Begründung. Das besänftigt mich etwas. Etwas. Okay. Beklauen wir erstmal die Leute aus dem Dorf. Gut. Ja, Nachteil ist jetzt, wir müssen unser Auto neu ordern. Beziehungsweise ein anderes Auto ordern. Aber der Wagen hat ja auch Stil. Hier ist sie wieder. Sogar die Eis. Ist das der gleiche? Das weiß ich zu schätzen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. War das der Typ, der uns das Auto geliefert hat? Oh nein. Gott, ey, die fahren ja auch ohne Rücksicht auf Verluste, die Leute. Ich will keinen Streit. Ich will keinen Streit. Ich will keinen Streit. Weg hier. Ich sehe nichts. Ich will keinen Streit. Ah. Ah. Wir fahren jetzt blind in das Dorf. Ist mir egal. Ich will diese blöde Mission machen und nicht hier mich 3 Jahre mit euch bekriegen müssen. Kommt wieder ein Auto. Ah. Wir steigen auch nicht zum Ausreparieren. Mm-mm. Gibt's nicht. Gibt's hier jetzt alles nicht. Ich zeig mich hier nicht.
Moment. Was, warum ist denn hier alles dicht? Was ist hier los? Wir sind doch beim letzten Mal von dieser Straße aus gefahren. Habe ich was verpasst? Habe ich was vergessen? Hat sich was geändert? Jetzt bin ich verwirrt. Ah, nee, wartet mal. Wir sind von der anderen Straße beim letzten Mal. Kommt, ich bin, glaube ich, nicht zu früh abgebogen. Alles, was wir über die Wichser haben, ist Gold wert. Rein hier. Suel Tigre. Dann erzähl mal. Genau die richtige. Ich mag diese jungen Guerilleros. Sie erinnern mich an, naja, mich. Nur kleiner. Und wir werden mehr als einen Keller voll kleiner Tiger brauchen, um diesen Krieg zu gewinnen. Die Zeit ist gekommen, Bebe Tigre. Wir brauchen Carlito, das fünfte legendäre Mitglied der Revolution von 67. Und der härteste Kerl, den ich je getroffen habe. Soldados pissten sich in ihre Pantalones, wenn sie ihn sahen. Kennst du den Ausspruch, zwei Fliegen mit einer Klappe? Also, Carlito hat mal zwei Flugzeuge mit einer Kugel abgeschossen. Er ist ein Held der Nation. Also, das war er, bevor er in den Ruhestand ging, um im Museum zu arbeiten. Das Regime hat ihn in einen Käfig gesteckt, damit dreckige, wahre jaranische Touristas ihn beleidigen können. Seine wahre Bestimmung liegt auf dem Schlachtfeld. Wir treffen uns am Museum. Zusammen werden wir Carlito aus seinem Gefängnis befreien. Ich hab's geahnt, dass das Museum noch Teil von der Mission war. Castillo hat viele Kugeln, aber wir werden Carlito haben und Carlito braucht nur einen. So sieht's aus. So, gehen wir Carlito aus dem Museum befreien. Wartet mal. Da können wir ja dann auch wieder hin teleportieren, zumindest in die Gegend. Nehmen wir den Stützpunkt. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Wir haben uns ja das Museum schon mal angeguckt. Ich denke mal, jetzt wird da ein bisschen mehr Trubel sein. Dann werde ich hier am Arsch der Welt gespawnt. War die Straße so weit weg, ja? Naja. Gut, wir holen uns mal noch ein paar Informationen. Was kannst du mir sagen? Hey Danny, wir planen eine kleine Überraschung für Castillos Soldaten. Kämpfe mit uns. Mach diesen Überfall zu etwas Besonderem. Hey, danke. Kein Hinterhalt, danke. Aber wir haben jetzt erstmal ein anderes Ziel. Auf ins Museum. Tigre, ich bin beim Museum. Ich auch. Wenn du Fotos von uns sehen willst, als wir noch jung und naiv waren, leg die Waffe weg und geh einfach wie ein Turi da rein. Ha. Keine dumme Idee, ne? Der Alarm muss weg. Vielleicht schalte ich vorher auch noch den Alarm aus. Aber sonst? Sehen wir ja von hier aus gerade sogar beide. Wie cool ist das denn? So, du enttäuschendes Gewehr. Keine Verstärkung mehr. Achtung. Wir sind schon genug von euch. Oh. Ich hoffe, er hat nichts gemerkt. Nö. Na gut, dann stecken wir die Waffe weg, weil wir sehen ja auch sonst völlig unauffällig aus. Sonst sind wir ja völlig unauffällig. Und warum ist da jetzt ein Panzer und kein Auto drin? Bienvenidos. Wartet mal, wir können doch dann theoretisch auch schon durch die Fenster luschern, oder? Nee, nicht so richtig. Klettern? Spähen. Ah, wir können ja aufs Dach. Nee, wir gehen wie Turi da rein. Wir gehen wie ein Turi da rein. Wir wollen ja ein bisschen Experience erleben. Hallo.
ihr seid ja eh keine Soldaten. Ach, ist das egal, wenn ich hier reingehe in die Militärzone, ne? Mal die Broschüren überprüfen. Cool. Bericht eines Panzermechanikers. Oh ja, das haben wir ja schon mal gelesen. Alles gut. Hey. Komm mal weiter. Na los, ich beiße nicht. Jo, hier sind die ganzen Dinger. Ach, okay, ist ja sogar El-Tigre direkt drin. Hi. Komm her. El-Tigre, was machst du da? Hast du keine Angst, erkannt zu werden? Keine Sorge, ich hab Stifte, falls wir Autogramme geben müssen. Einen für dich, einen für mich. Das habe ich nicht gemeint. Dieses Museum war einst uns Legenden gewidmet. Aber Castillo hat die Geschichte umgeschrieben und uns als Schurken dastehen lassen. Selbst Carlito hat er in ein schlechtes Licht gerückt. Ich frage mich, was die Geschichte irgendwann über uns sagen wird. Man wird sagen, an diesem Tag gingen zwei Legenden in ein Museum und drei kamen wieder raus. Hm. Ich will das eigentlich nicht mit dem Opa zusammen machen. Nichts gegen den Opa, aber das wird doch dann bestimmt auch nur wieder aus der Kontrolle geraten. Ich habe da kein gutes Gefühl. Ich weiß auch nicht, wo Carlito überhaupt ist. So, was macht der Opa? Der geht nach oben. Ich kann uns ja auch erstmal hier ein bisschen umgucken. Trau um den Märtyrer Lobo, das haben wir auch schon mal gelesen, oder? Bin mir gerade unsicher. Ein bisschen Munition klauen, geht immer. So. Oh. Ich wusste, es ist keine gute Idee, den Opa mitzunehmen. Ach. Wieso? Alter, du brennst. Interessiert ihn nicht. Na gut, dass ich den Alarm wenigstens vorher ausgeschaltet habe. Huh? So, der Rest der Leute hat auch irgendwie nichts mitgekriegt, oder was? Was mit dem da hinten? Den haben wir schon mal. Der geht im Kreis, okay. Du kriegst auch nichts mit, ne? So. Alter, der Panzer! Nee, oder? Boah. Ich gehe an die Kanone, Danny. Du an Steuer. Bring uns hier raus. Carlito ist Schrott. Und ich kann ihn wohl kaum hier raustragen. Carlito braucht nur ein bisschen Liebe. Das schaffst du. Alter, ist das euer Ernst? Wir befreien einen Panzer? Und der war ja definitiv nicht hier, als wir das letzte Mal hier im Museum waren, ne? Naja. Gut, reparieren wir halt den Panzer. Was für eine dusselige Mission, ey. Ja, ja, ich gehe ja schon ans Steuer. Jetzt komm ich! Panzer-Action! Ah. Oh oh. Wir haben Flammenwerfer. Okay. Na gut.
Oh oh. Jetzt schauen wir mal, ob sich was in den Weg stellt. Oh. Also irgendwie ist das mit dem Flammenwerfer noch eine Spur brutaler. Oder? Meine ich das nur? Schießt der alte Mann eigentlich auch mal? Ich habe das Gefühl, ich mache ja alles alleine. So. Alter. Ah. Nein. Aber wisst ihr was? Leckt mich doch. Ich fahre einfach. Kommt uns doch hinterher, ihr Säcke. Ungutes Gefühl dabei. Ja, okay. Ja, der Heli verfolgt uns leider. Wartet mal. Hat der Heli sich gerade selbst geschrottet? Ist klar, ne? Ja, nicht mein Problem. Nicht mein Problem. Mhm. Weißt du noch, wie ich sagte, dass er... Ehrlich, ich würde gerne noch eine Geschichte über dich und Lobo, die Legenden hören, aber ich habe gerade zu tun. Ja, du hast recht. Carlito soll sich rächen. Oh oh. Ah. Ah. Hilfe? Ist schon eine lustige Mission an sich. Hilfe! El Tigre! Au. Carlito ist ziemlich alt und steckt mächtig was ein. Wird er das überstehen? Carlito ist der, der tötet, Baby Tigre. Niemand kann Carlito töten. Mach weiter! Wir sind fast bei der Hölle. Sie liegt auf der rechten Seite. Das sind aber echt kein Damage, ne? Ich glaube, Carlito ist meine neue Lieblingslegende. Hilfe! Okay. Zieh. Komm, Panzerchen, komm. Gib alles. Ah, da sind die Libertad, Leute. Hallo. Ah! Mädel. Ich will halt noch nicht jemanden überfahren. Also ja, ich will da rein, aber... Oh Gott. Oh Gott, was war das für eine Mission, ey? Ah, okay, der Spaß ist noch nicht vorbei. Oh, das ist Lobo. Nee, der andere. Hey, Tigre. Lorenzo. Lorenzo, wie schön. Was verdammt macht er hier? Er sollte Carlito mit eigenen Augen sehen. Mi compai. Wie viele Jahre hängst du jetzt auf diesem Berg fest? Zu viele. Carlito und ich, wir teilen viele Erinnerungen. Es wird Zeit für ein paar neue. Los, schließ dich an, Hermano. Der Krieg ist vorbei, wenn alle frei sind. Okay, ein Verbündeter mehr. Komm schon, das wird gut. Schon okay. Komm schon. Oh. Ja, habe ich nicht damit gerechnet, dass Carlito ein Panzer ist. Ich hoffe, euch ging es ähnlich.
Ansonsten seid ihr auf jeden Fall der super. Der Krieg ist vorbei, wenn wir alle frei sind. Seit wann zitierst du den Lobo? Seit ich endlich aufgehört habe, mich... Oh, ich wollte eigentlich das Ding looten und nicht die Notiz lesen. Egal. Handschriftliche Nachricht. Egal. Wenn ihr Vorräte, Munition oder auch etwas Essen braucht, geht beim Guerilla-Depot vorbei. Es liegt auf unserem Weg, ist es weniger als 1 Kilometer von hier entfernt. Läufer. Die Beste in L.A. ist. Kannst du verarschen und nur die Wahrheit blieb. Lobo hatte ein Talent dafür, leeres Gerede zu entlarven. Ich wünschte, er wäre hier. Er wäre so froh, uns mit Carlito zu sehen. Froh, dich und Carlito zu sehen. Ach, hör auf mit dem Unsinn, El Tigre. Besser als eine Dürre, schätze ich. Ja, das war doch eine friedliche kleine Mission. Ich habe aber noch nicht das Ding eingesammelt. Notiz auf Militärpapier. Wir haben endlich die Verschlüsselung der FND-Übertragung aus dem Valais Prehistorico geknackt. Wenn wir hören, dass Nachschub abgeworfen wird, ist der Serrano-Aussichtspunkt perfekt dafür geeignet, den Rauch zu entdecken. Wenn irgendein ambitionierter Guerilla-Kommandant diese Militärvorräte stehlen würde, wäre das natürlich noch besser. Ich kann das nicht machen. Meine genialen Einfälle sind zu wichtig, um sie nach einem Gefecht zu riskieren. Martin. Okay, haben wir eine Abfangmission entdeckt. Hängt auch noch ein Zettelchen. Rausgerissener Tagebucheintrag. 23. Oktober 1967. Lucky Mama hat mich heute geohrfeigt. Hart. Hat mir einen meiner verdammten Zähne ausgeschlagen. Es hat mir alles abverlangt, mich zusammenzureißen und ihr keine Kugel zu verpassen. Aber dann wiederum war mein Blut ungefähr so heiß wie der Lauf meiner Waffe. Lucky hat sich geirrt. Diese Gefangenen bekamen, was sie verdienten. Sie hatten zu viel gesehen. Sie hätten dem Militär gesagt, wo wir zu finden sind. Ich hatte keine Wahl. Ich konnte sie nicht lebend gehen lassen. Warum versteht Lucky das nicht? Nur weil sie keine Waffen trugen, waren sie noch lange nicht weniger gefährlich. Ich kann nicht aufhören, mit meiner Zunge da rumzufummeln, wo früher der Rest meines Zahns war. Lobo. Ich glaube, irgendwas ist noch mit diesem Lobo. Der Opa wollte uns ja noch was sagen, ne? Irgendwas ist mit dem noch. Na gut. Super tolle Höhle. Was machen wir? Ach komm, wir holen mal hier noch das Ding bergab mit den Dinos. Das können wir doch noch machen. Die sieht spaßig aus. Ich weiß noch nicht, ob ich da hochkomme. Wir müssten eigentlich jetzt irgendwo erst hin, uns was ordern und dann da wieder hin zurückfliegen. Das gefällt mir alles nicht. Aber das Problem ist, wenn wir in das blöde Dorf nicht schnell reisen können, dann dauert das wieder so lange, bis wir da sind. Hier ist auch noch eine Militärabfluggeschichte, die wir erwischen könnten, ne? Wartet mal, wir gehen mal hier zurück zum Gipfel. Wir machen das ja ein Zondert. Wenn es denn dann mal geht. Ja, okay. Hey, kannst du mit Elektrowerkzeugen umgehen? Nee, nicht so richtig gut. Aber egal. Weil wir brauchen jetzt eh nur ein Heli. Ey, wir springen jetzt noch zum Abschluss darüber an. Mich lässt das Ding hier nicht in Ruhe. Die Flugabwehrrakete da. Nee, wobei wir können ja da nicht abspringen, weil es ist Flugabwehr. Mann, ich will das Ding erobern. Na gut. Dann dahin. Hola. Hey. Das ist doch alles unfair. Ich will doch nur ein bisschen Uran. Kann das denn so falsch sein? Ich lasse euch das selber beantworten. Na gut. Ab in den Heli. Vielleicht sollte ich auch mal mehr Helis klauen. Wir haben immer nur die gleichen zwei langweiligen Helis, die meiner Meinung nach identisch aussehen.
So, hoffen wir mal, dass wir da hinfliegen können und noch nicht irgendeine Flugabwehranlage in der Nähe ist. Ich glaube nicht, dass wir da schon in dem Radius sind, aber... Er kennt ja meine Erfahrung mit Flugabwehrraketen. Das sieht gut aus. Weil ich finde Helis auch am besten für diese Abfangmission. Kommt man am schnellsten von A nach B mit. Gerade wenn man nicht weiß, wo man hin muss. Ne? So, das sieht doch schon mal so aus, als würden wir nicht abgeschossen werden. Und die Frage, wo ich da gleich lande, weil das ist, glaube ich, irgendwann ein Berghang, ne? Oh, da ist ja eine richtige Station, ne? Ja, stand in dem Text, ich weiß. Blind und so. Der Luftraum ist gesperrt. Oh. Wo fliegt das Ding? Gott, verdammt! Oh. Hat gereicht. Wir haben erreicht, was wir erreichen wollten. So. Gegner haben auch alle gespottet. Langsames Scharfschützengewehr ist auch dabei. Los geht's. Adios. Nummer 1 ist schon mal weg. Nummer 2 ist oben auf dem Dach und wird sich erstmal nicht für mich interessieren. Und Nummer 3 steht da unten. Augen auf, Dani. Gut. Tschüss, Nummer 3. Zu Nummer 1 gehen wir gleich. Er hat mich, glaube ich, gehört. Na gut. Bisschen komisch. So. Ach, da kommt schon wieder irgendwas. Wartet mal, da unten sind noch Leute. Ja. Oh nein, und ein Hund. Ein Hund. Okay. Das wäre erledigt. Dann sammeln wir mal ein. Benzin, Medizin. Was man halt so braucht als Guerillero. Okay. Okay. Gut, das Anlagen-Dingsi da zum Abhören ist bestimmt oben. Da ist das Abfanggerät. Lieferung ist raus. Unter diesen Bedingungen erwarten wir die Ankunft in der Nähe des Leuchtturms San Telmo. Bitte um Bestätigung. Ist bestätigt. Wir sind auf dem Weg. Komm schon, Dani. Du schaffst es wohin zum Übergabepunkt. Der Leuchtturm. Da waren wir auch schon mal. Wir schaffen das. Ja, ich wäre ja eigentlich mit dem Heli runtergefahren, aber weil wir vorhin gerade fast schon abgeschossen wären, denke ich, Heli ist vielleicht nicht die beste Wahl. Also freestylen wir jetzt den Berghang runter und sterben wahrscheinlich. Oh, stimmt, hier ist auch dieser Park, ne? Oh. Warte, das heißt, wir fahren mitten durch eine FND-Basis, wenn ich hier lang fahre. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Hilfe. Das ist das neue Prähistorikum. Willkommen am Arsch von Yara, Dani. Die Armee soll daraus entlassen. Nein, das soll sie uns jetzt nicht erzählen. Wir nehmen das doch jetzt nicht ein. Wir wollen das nur passieren. Psst. Geh am besten mal vorbei und klau uns Luftunterstützung.
Wir wollen das gar nicht. Wir wollen auch nur zum Leuchtturm. Oh, ich hätte dich so querfeld einlaufen sollen, ne? Fallschirm-Action! Yeah! Okay, die war kurz. Ich hol mir meine Beute. Oh, oh. Fast da. Fast geschafft. Okay, Dani. Fast geschafft. Meinst du, wir haben noch Zeit für Infos? Die Infos auch mitnehmen wollen. Ich hab Infos. Ja. Wir sind jetzt in Castillos Kopf. Wo ist das Fahrzeug? Ich seh's da auf der Map. Da ist es. Na? Wahrscheinlich jetzt einen cooleren Weg runtergegeben, den ich wahrscheinlich wieder mal nicht kenne. Hm. So. Leider keine Spotting-Dinger mehr. Also muss das jetzt hier quick und dirty gehen. Her mit meinem Loot. Okay. Quick und dirty hat funktioniert. Manchmal überrasche ich mich selber. So, her mit meinen Vorräten. Oh, da kommt ein Boot. Das ist ein Riesenfall. Ich hoffe, Clara ist stolz auf mich. Stimmt, ist Clara stolz. Jetzt sind auch neue Waffen verfügbar. Was mit, ist mit euch hier auf dem Boot? Muss ich mir da Sorgen machen? Nee, ne? Wir machen uns keine Sorgen und sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Glück auf.